Der 66. Opernball geht über die Bühne. Eröffnet wird er diesmal passend zum Standort von den Opern-Superstars Elina Garancza und Piotr Beczala. Während die meisten das Spektakel wohl nur vor dem Fernseher mitverfolgen werden, eine Eintrittskarte kostet 385 Euro, ohne Loge versteht sich, werden sich in der Wiener Staatsoper so einige hochkarätige Gäste tummeln. Allen voran Richard Lugner. Der Baulöwe darf am Ball der Bälle natürlich nicht fehlen. Er wird heuer sogar das Tanzbein schwingen müssen, zumindest wenn es nach seinem Gast Priscilla Presley geht. Presley besucht den Ball zum ersten Mal und ist damit nicht alleine. Auch der deutsche Schlagerstar Heino gibt sein Debüt am Opernball. Nicht nur das, seit dem Tod seiner Frau Hannelore im November des vergangenen Jahres ist es überhaupt sein erster gesellschaftlicher Auftritt in der Öffentlichkeit. Hannelore wollte mit mir eigentlich schon öfters zum Opernball gehen, es hat sich leider nie ergeben. Jetzt bin ich 85 Jahre und möchte dieses Ereignis auch mal erleben, sagte der Sänger. Platz nehmen wird der in der Loge des Unternehmers Markus Deusel. Ebenfalls mit am Start wird der deutsche Designer Harald Glöckler sein. Für ihn ist es bereits das vierte Mal, vielleicht geht er es auch deswegen ganz entspannt an, wie er meint. Ein Stopp darf bei dem Kurztrip aber nicht fehlen. Vor dem Ball geht es dann traditionell in Sacher. Mit wem genau er nach Wien reist, will er nicht verraten. Nur, dass es sich um liebe Freunde handle. Auch an Politikerinnen wird es am Ball natürlich nicht fehlen. Bundeskanzler Karl Nehammer besucht den Ball gemeinsam mit seiner Ehefrau und Opernball-Neuling Katharina Nehammer. Ebenso sollen Arbeitsminister Martin Kocher sowie Außenminister Alexander Schallenberg zu Gast sein.